Und auch dieses Jahr haben wir es mit einem Politiker zu tun, der wie kein anderer unterwegs war, obwohl er nie drogenpolitischer Sprecher seiner Fraktion war, wenn ich da nicht falsch informiert bin. Trotzdem ist er unendlich lange schon unterwegs auf den Straßen für die Legalisierung. Eigentlich aus meiner Perspektive als jungscher Aktivist mit 25 Jahren auf dem Buckel ist er immer schon unterwegs gewesen für die Legalisierung. Auf den Hanfparaden dabei, mit seinem Fahrrad unterwegs. Ich glaube, auch dieses Jahr habe ich ihn wieder da gesehen. Und ich habe eben noch mal so spontan jemanden gefragt, was denkst du so spontan, was fällt dir ein, wenn du an diesen Politiker denkst? Und dann sagt er, ich habe selten einen so authentischen Politiker gesehen. Ist das auch jemand, der eine ganz besondere Rolle spielt für seine Partei, der zum Beispiel das erste Direktmandat gewonnen hat für die Partei? Jetzt könnt ihr schon mal erahnen, ist wahrscheinlich nicht von der CDU, keine große Volkspartei. Also wirklich eine ganz besondere Persönlichkeit. Und mich und den DHV verbindet auch eine ganz besondere persönliche Geschichte mit diesem Politiker. Und die war im Jahr 2002. Der Hanfverband, gerade frisch gegründet, noch halb in den Windeln unterwegs, die ersten paar Monate alt, die ersten Aktionen, erste Homepage, gerade so online und so, und die erste Hanfparade, mit der der DHV was zu tun hatte. Ich bin mit einem Kollegen aufs Feld rausgefahren nach Prenzlau und habe Nutzhanfpflanzen besorgt, um damit Paradewagen zu dekorieren, schön, damit da auch mal ein bisschen Hanf zu sehen ist an den Wagen, sind zurückgekommen, Kombi voll mit Nutzhanf, 63 Hanfpflanzen, mit Rechnung vom Landwirt, Sorte Feodora, EU-Sortenkatalog, stand glaube ich drauf auf der Rechnung, alles picobello, toplegal, haben wir gedacht. Ja, und dann kam die Polizei und hat diese Pflanzen beschlagnahmt. Hanf ist Hanf. Verboten ist verboten, zack, waren die Dinger weg, beschlagnahmt, und wir gedacht, was machen wir denn jetzt, ne? Unsere schönen Pflanzen, 63 Pflanzen, wir hatten auch so ein schönes Aroma vorher im Auto gehabt und so, war so schade um diese Pflanzen, und wir haben gedacht, okay, wir müssen einen Anwalt anrufen. Da war jemand da, der hatte die Telefonnummer von diesem Anwalt, der gleichzeitig auch Bundestagsabgeordneter war, das ist derselbe, von dem ich hier die ganze Zeit rede, nämlich. Und dann kam er in seiner Funktion als Anwalt, weil er ja sowieso immer auf den Paraden unterwegs ist, und hat angefangen mit der Polizei zu diskutieren über unsere 63 Nutzhanfpflanzen, dass sie doch wieder, dass sie uns die zurückgeben sollen und so. Aber die Polizei hat sich nicht erweichen lassen. Wir haben unsere Hanfpflanzen nicht zurückgekriegt. Und danach war dieser Politiker dann auf der Bühne und hat diese Geschichte auch nochmal erzählt über die armen Nutzhanfpflanzen, die da jetzt im Polizeiauto in Gewahrsam sind. Und da hat er dann gerufen: Das Hanf frei! Genau. Hans-Christian Ströbele bekommt unseren Hanfadler für dieses Jahr. Den Rest der Geschichte kennt ihr. Stefan Raab und Shaggy haben diesen berühmten Song daraus gemacht. Der ist in der Hitparade gelandet. War natürlich für uns als Hanfverband auch ganz toll. Die ersten Pflänzchen, die erste Aktion hat es zack in die Hitparade geschafft. Mit Herrn Ströbele, bitte kommen Sie mal vor auf die Bühne. Lieber Hans-Christian. Wenn ich das richtig sehe, gibt es ja hier in der alten Münze eine alte Münze. Das ist der Handwerksbetrieb, wo wir sind. Also ich bin gerührt und geehrt, als ich den Anruf bekommen habe, ob ich damit einverstanden bin, ob ich das mache, habe ich in diesem Falle, anders als in anderen Fällen, keinen Augenblick gezögert. Und da ist mir natürlich auch die Geschichte wieder vorgehalten worden. Ich habe mich erinnert und habe gesagt, natürlich, gerne, weil es der Sache dient. Weil Applaus
Ich bin, und damit schlage ich, glaube ich, heute Abend alle Rekorde, seit 50 Jahren mit Leuten befasst, die wegen Cannabis strafrechtlich verfolgt werden. Seit 50 Jahren habe ich, wenn man so will, mit der Droge Cannabis oder Hanf zu tun. Und das ist gar kein Geheimnis, das habe ich schon häufiger erzählt. Bis heute habe ich das nie genommen. Und da hat man mich natürlich immer gefragt, warum dann dieses Engagement? Und ich will versuchen, das kurz zu erklären. Ich bin ein, nehme ich für mich in Anspruch, gerecht denkender Mensch. Und als Strafverteidiger habe ich eben schon 1968 Personen vertreten und verteidigt. Die hießen damals die umherschweifenden Haschrebellen hier in Berlin. Die waren dafür bekannt oder berüchtigt, dass sie sich bei schönem Wetter im Tiergarten auf die Wiese setzten, da im Kreis saßen und den Joint kreisen liegen. Wenn schlechtes Wetter war, dann sind sie manchmal bei uns im sozialistischen Anwaltskollektiv in der Meyer-Otto-Straße erschienen und haben sich da auch im größten Zimmer im Kreis auf den Boden gesetzt und erstmal den Joint kreisen lassen und dann über ihre strafrechtlichen Sorgen gesprochen. Von daher habe ich mich intensiv und praktisch während meiner ganzen Zeit als Rechtsanwalt, 30 Jahre lang war ich als Strafverteidiger tätig, bis 1998, und habe ich mich mit dieser Problematik auseinandergesetzt. Erzwungenermaßen vor den Gerichten oder auch bei den Strafvollstreckungsinstanzen, weil so ein Schicksal, wie wir das hier gerade von Marion gehört haben, das hat mich einfach nicht mehr ruhen und rasten lassen. Ich finde es noch heute einer der größten Gesellschaftslügen und einer der größten Ungerechtigkeiten unserer Zeit, wie man hier Cannabis im Verhältnis zu anderen Drogen behandelt. Ich habe das auch schon auf mancher Handparade gesagt. Wenn man sich vorstellt, da sitzen irgendwo auf Mars oder auf dem Mond doch Menschen oder Lebewesen, die sich das angucken da unten, was machen die da? Da oben oder da unten. Und dann sagen, da ist auf der einen Seite, gibt es Drogen, die werden in der Gesellschaft im höchsten Maße gefördert, gelobt und ihre Wirkung kann nicht oft genug gepriesen werden. Das ist Alkohol und Zigaretten. Dafür darf geworben werden, dadurch dürfen Menschen von offizieller Seite aus, von großen Konzernen, dafür breit gemacht werden, dass sie sich diesen Drogen hingeben. Und dann gibt es eine andere Droge, die heißt Cannabis. Und wenn einer damit erwischt wird, dass er sowas in der Badewanne, solche Felder hatte ich zu Hause, angebaut hat, möglicherweise noch aus Krankheitsgründen oder auf irgendeiner Wiese, irgendwo heimlich, um daraus für sich und anderen Joint zu ziehen. Und wenn er das mehrfach gemacht hat, dann wanderte er dafür ins Gefängnis und wie wir hier gehört haben, unter Umständen auch für Jahre. Die Menschen und die Familien, aus denen die kamen, wurden systematisch kaputt gemacht. Und das konnte und will ich auch heute nicht mit ansehen. Das darf nicht sein. Damit muss Schluss sein. Und ich glaube, ich hier in diesem Kreis trete ich damit offene Türen ein. Der Kampf um die Legalisierung von Cannabis kann auch Spaß machen. Ich denke, Sie sind heute auch oder in den letzten Tagen nicht alle nur hier gewesen, um kluge Vorträge zu hören,
sondern um in der Gemeinschaft gemeinsam an einem wichtigen Gesellschaftsziel zu arbeiten und sich darüber zu unterhalten, wie sinnvoll ist das, wie kann man da weiterkommen, wie erfolgreich war man schon, was hat man schon alles erreicht. Und da will ich das Beispiel, wie ich zu diesem Engagement dann auch als Politiker bekannt und ja sogar in die Charts aufgestiegen bin mit diesem Satz. Das war damals, nachdem ich auf dieser Hanfparade geredet hatte, kam im Fernsehen damals, dieser eine wurde berichtet über die Hanfparade, dieser eine der ersten Hanfparaden oder relativ große Hanfparade auch, wurde berichtet über diese Hanfparade und dieser eine Satz wurde also im Fernsehen gesendet. Und daraufhin hat sich der Stefan Raab, mit dem ich überhaupt nichts zu tun hatte, den ich kannte, offenbar fand er die lustig oder interessant und hat sich zusammen mit Shaggy hingemacht und diesen Song daraus gemacht. Ich wusste davon nichts und als ich davon hörte, habe ich gesagt, wie, der kann doch nicht einfach mal eine Worte nutzen, ohne mich zu fragen. Der kriegt jetzt ein Gerichtsverfahren. Und dann hat der mich eingeladen nach Köln auf diese Talkshows, die er damals gemacht hat. Und dann habe ich zum ersten Mal diesen Song, vorher haben ja nur Leute darüber erzählt, habe ich den zum ersten Mal gehört und dann habe ich gesagt, prima, das unterstütze ich. Und von da ab habe ich dann überall bei jeder Gelegenheit, auch auf so manchem grünen Parteitag, wurde dann dieser Song gespielt, habe ich gesagt, weil mit diesem ja witzig und viele Lehrer und Lehrerinnen, Deutschlehrerinnen haben mich angeschrieben, der ist überhaupt nicht grammatikalisch korrekt, der Satz. Wie können Sie oder wie kannst du sowas sagen? Und wieso kannst du auch noch sowas veröffentlichen? Aber den sage ich immer wieder. Diesen Satz, den wiederhole ich und möchte, dass er wiederholt werden, so lange, bis wir alle Erfolg hatten, bis der Hanf wirklich legalisiert ist. Auch wenn es das Hanf heißt, mir ist egal, den oder das, Hauptsache Legalisierung und Hauptsache weg mit der Kriminalität von der Nutzung, von dem Gebrauch solcher Drogen. Und dann habe ich im Deutschen Bundestag das letzte, ich bin ja jetzt nicht mehr dort, ich habe beim letzten Mal nicht mehr kandidiert, aber ich war froh, dass wir in dieser letzten Fraktion, also in meiner letzten Legislaturperiode im Deutschen Bundestag, ein Gesetz, da haben wir lange, lange dran gesessen, von vielen beraten und ausgeklügelt, Formulierung ausgeklügelt, ein Gesetz gemacht für die kontrollierte Abgabe von Cannabis. Weil das ist es ja, was wir wollen, was wir auch alle wollen. Das soll jetzt nicht, da sollen nicht irgendwie Kinder oder Jugendliche mit süchtig gemacht werden, sondern wir wollen garantieren, dass nur kontrolliertes abgegeben wird, dass kontrolliertes aber abgegeben wird und dass die Leute, wenn sie sowas nutzen, auch kontrolliertes und nicht vergiftetes und nicht gemischtes bekommen. Und wir wollen damit gleichstellen, mindestens gleichstellen die Drogen. Ich sage immer, die Drogen müssen gleichgestellt werden nach dem Maß ihrer Gesundheitsgefährdung für die User. Und wenn man diesen Maßstab anlegt, der ja eigentlich ein sich aufdrängender Maßstab der Gerechtigkeit ist, wie negativ sind die Folgen oder können die Folgen sein, ist ja lange nicht immer, wie negativ können die Folgen sein, da muss man feststellen nach wie vor, und das habe ich im Bundestag dann versucht, den Kolleginnen und Kollegen auch klarzumachen in der Beratung unseres Gesetzes, was wir vorgelegt haben,
dann muss man diese Drogen wie Alkohol und Zigaretten nicht so gut behandeln wie Cannabis, sondern ich bin auch dagegen, dass man das verbietet. Aber man muss sie wenigstens so weit einschränken, dass nicht jedes Mal, wenn man vom Flughafen, von einer Reise nach Hause kommt und dann sich durch das Gewirr der verschiedenen Stände da durchquält, dass einem überall die härtesten Drogen von Alkohol und Zigaretten billig zu günstigen Preisen zollfrei angeboten werden, geradezu aufgedrängt werden. Man kommt aus diesen Läden ja kaum raus, findet da kaum den Ausgang. Während wenn man sowas Cannabis hat, wenn man jetzt eine Wiese hätte, auf der Cannabis wächst, dann würde man dafür ins Gefängnis kommen. Und zwar häufig, wie wir hier heute auch gehört haben, mit ganz, ganz langjährigen, völlig unmenschlichen, völlig daneben liegenden Freiheitsstrafen. Das kann nicht wahr sein. Und deshalb haben wir dieses Gesetz eingebracht. Und es war eine meiner tiefsten, schlechtesten Erfahrungen in meiner Bundestagszeit, über 20 Jahre, dass als wir dieses Gesetz, ich bin auch Mitglied des Rechtsausschusses gewesen, im Rechtsausschuss diskutiert haben, dann habe ich, da sitzt man so mit 30 Kolleginnen und Kollegen im Kreise und dann wird die Tagesordnung aufgerufen, da kam auch dieser Punkt, Tagesordnung, Vorschlag, Gesetzentwurf der Grünen, kontrollierte Abgabe von Cannabis, hat sich keiner gemeldet. Da habe ich gesagt, liebe Kolleginnen und Kollegen, redet doch mal wenigstens darüber. Sagt doch mal wenigstens einen Satz oder eine Begründung dafür, warum ihr das jetzt gleich ablehnt. Das geschah nicht. Keiner von denen hat einen Ton dazu gesagt. Das Gesetzespaket wurde abgelehnt. Und danach, und das tue ich immer noch und das werde ich immer weiter tun, sagen, hinter diesem Verbot dieser Kriminalisierung, diesem kriminellen Verbot von Cannabis, steckt Politik. Da stecken politische Gründe dahinter und gegen das Nichtstun, gegen das geradezu Aufdrängen von Alkohol und Zigaretten, obwohl sie viel, viel schädlicher sind, sein können, weil an Cannabis ist noch kein Mensch gestorben, am Genuss von Cannabis. An dem Genuss von Alkohol und Zigaretten sterben jedes Jahr Zehntausende von Menschen allein in Deutschland. Und wenn man das weiß und dieses Verhalten sehen, dann kann ich dieses Verhalten der Kolleginnen und Kollegen dort, sich nicht damit zu befassen, einfach nicht anders erklären, als da, dass es da Politik oder, was noch schlimmer wäre, Vorurteile, dass es dort Ideologie gibt, die dagegen ist und die bis heute verhindert, dass in Deutschland Cannabis ganz normal, als ganz normales Suchtmittel behandelt wird, mit dem man umgehen kann und gut umgehen sollte. Und der Staat hat die Aufgabe aus den Steuereinnahmen, wenn das legalisiert ist, dann Hilfen für Leute, die immer mal durch Drogen abrutschen können, zu helfen und dieses Geld dann auch ganz gezielt für solche Sachen einzusetzen. Dafür setze ich mich ein und ich bin ja nun schon etwas behindert in meinen Aktivitäten. Trotzdem nehme ich an, wenn es irgendwie geht, an jeder Hanfparade teil. Ich werde das weiter tun und ich werde an jeder Stelle, an der ich die Möglichkeit habe, ich halte viele Vorträge und sowas derzeit, werde ich das auch laut sagen und laut fordern, überall in der Republik. Ich hoffe, dass noch zu meinen Lebzeiten die völlige Legalisierung und Entkriminalisierung von Cannabis passiert. Und dafür bekomme ich jetzt diesen Preis als Symbol, dass es sich nicht nur lohnt, sondern dass es auch registriert wird, dass es anerkannt wird, wenn man sich für diese wichtige gesellschaftliche Forderung einsetzt. Und deshalb nehme ich diesen Preis mit Dank entgegen und wünsche uns allen großen Erfolg bei unserem Kampf für die Legalisierung. Danke.